Südfrankreich. Das Observatorium der Haute-Provence. Der Astronomieprofessor Michel Mayor und sein Assistent Didier Queulot kommen alle zwei Monate von Genf in die Sternwarte in der Haute-Provence. Nacht für Nacht richten sie während einer Woche das Teleskop auf Sterne, die der Sonne ähnlich sind. Dabei haben die Genfer Astronomen eine Sensation entdeckt. Einen ganz besonderen Stern. Das Sternbild Pegasus. Auf den ersten Blick unscheinbar. Der Stern Nummer 51. Doch die Forscher sind überzeugt, der Stern wird von einem Planeten umkreist. Der Planet ist etwa so groß wie Jupiter in unserem Sonnensystem. Die Entfernung zwischen Planet und Stern ist aber extrem klein. La planète que nous avons découverte tourne autour du centre de gravité formé par l'étoile et la planète en 4 jours. Er bewegt sich sehr schnell, weil leicht ist. Der Stern dagegen macht einen sehr kleinen Kreis um den Schwerpunkt. Ich will versuchen, dieses Phänomen zu zeigen. Was wir entdeckt haben, ist nicht der Planet, sondern der Stern. Der Stern bewegt sich auf einer engen Umlaufbahn um den Schwerpunkt mit der sehr kleinen Geschwindigkeit eines Mopeds. Diese Bewegung lässt sich im ausgesandten Sternlicht nachweisen. Die Wellenlänge des Lichts ändert sich, wenn sich der Stern auf uns zu oder von uns weg bewegt. Das Licht wird blauer oder roter. Das gleiche Phänomen tritt bei Schallwellen auf. Etwa bei vorbeifahrenden Autos. Der Farbunterschied im Sternenlicht ist winzig. Erfassbar nur dank modernster Technik und eines Geräts, das die Forscher extra zu diesem Zweck entwickelt haben. Auf dem Bildschirm im Beobachtungsraum der Sternwarte diskutieren die Astronomen die neuesten Daten. Immer wieder studieren sie den Stern mit dem neu entdeckten Planeten. Wir haben dieses Objekt schon Anfang Jahr beobachtet. Dann haben wir eine Voraussage gemacht und das Objekt wieder beobachtet. Als sich die Voraussage bestätigte, waren wir sehr zufrieden. Da haben wir ein bisschen gefeiert. Die meisten Astronomen sind überzeugt, dass es eine Vielzahl von Planeten gibt, die Sterne umkreisen. Aber bis anhin gab es noch keine Entdeckung eines Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern. Autour d'étoiles similaires au Soleil. Doch warum gibt es nur Kurven zu sehen und kein richtiges Bild des Planeten? Der Stern ist ein großer Leuchtturm. Daneben haben Sie einen kleinen Planeten, der nur Sternenlicht reflektiert. Das ist, wie wenn Sie eine Kerze sehen wollten und Autoscheinwerfer vor sich haben. Einen Planeten direkt zu sehen, ist sehr schwierig. Ein Grund dafür, dass der Planet nicht direkt sichtbar ist, sind auch die astronomischen Distanzen. Als das Licht, das wir heute sehen, den Stern verließ, war Planetenentdecker Michel Mayor noch ein Schulbub, gerade 8 Jahre alt. Das Licht hatte bereits einen Drittel seines Weges zur Erde zurückgelegt, als Didier Queulot geboren wurde, vor 29 Jahren. 45 Jahre lang war das Licht unterwegs. Das heißt, der Stern ist 45 Lichtjahre entfernt. Doch trotz der genauen Analyse des Sternenlichts bleiben Rätsel. Der neu entdeckte Planet passt nicht ins Bild, das sich die Astronomen von der Entstehung der Planeten machen. Man nimmt an, dass sich die Planeten aus einer Scheibe aus Gas und Staub geformt haben. Aber der neu entdeckte Planet ist viel zu nahe beim Stern. Niemand weiß zurzeit, wie er dort entstanden sein kann. Und eine weitere offene Frage: Gibt es weiter draußen einen zweiten Planeten? Trotz der ungelösten Rätsel begeistert die Entdeckung der Genfer Astronomen Fachleute und Laien. L'intérêt du public derrière ce. Das Interesse der Öffentlichkeit hat im weitesten Sinne mit dem Leben zu tun. Mit der Frage, ob es andere Orte im Universum gibt, wo Leben entstehen konnte. Où on trouve des sites
Aber man muss vorsichtig sein. Das müssen nicht Lebewesen sein wie wir. Eine elementare Form von Leben hat jedoch sicher auch anderswo entstehen können. Aber aufgepasst, wenn man von Leben spricht, kann man damit auch Algen meinen. Es muss nicht unbedingt Außerirdische geben wie E.T. Selbst wenn E.T. existiert, sein Zuhause kann nicht der neu entdeckte Planet sein. Dort ist es mit über 1000 Grad viel zu heiß für jegliches Leben. Aber die Genfer Astronomen sind überzeugt, dass man noch viele weitere Planeten entdecken wird. Schon in nächster Zeit.